Hey Leute, wie geht's euch? Ich bin der Bulli und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Survival Guide. In der letzten Folge haben wir ja den Rucksack hier auf meinem Rücken hergestellt, den Köcher, diesen wunderschönen Speer und rein zufällig hatten wir auch noch einen Airdrop, wo wir eine Pistole gefunden haben mit Munition und Verbandszeug und so weiter und so weiter. Und wir haben uns natürlich auch Knochennadeln hergestellt. Für Nähsets. So, jetzt wollen wir natürlich mal schauen, dass wir aus diesen Klamotten hier rauskommen. Wo finden wir bessere Klamotten? Also gerade am Anfang, wenn man noch nicht so, noch nicht so gut ausgerüstet ist, wie wir jetzt hier. Na, mit so einer Brechstange, gut, vielleicht mit einer Pistole, das ist okay, aber trotz dessen, kann man nicht immer davon ausgehen, dass man rein zufällig einen Cargo-Drop direkt vor der Nase hat und das Ganze auch überlebt. Da diese Dinge doch sehr begehrt sind bei anderen Spielern. Also schauen wir mal in der Polizeistation nach. So, da haben wir auch schon wieder so einen kleinen Aufpasser. Dann nehmen wir uns diesmal das Brecheisen für. Da ist noch ein Aufpasser. Hier ist alles voll mit Aufpassern. Wir könnten den jetzt ignorieren und einfach schon mal in die Polizeistation reingehen. So, da habt ihr nämlich auch noch genug zu tun. Mit diesen leicht gepanzerten. Aber wir haben ja unsere Superwaffe hier. So. Und da seht ihr es auch schon. Hier kann man dann so eine schöne Schrotpatronen finden. Painkiller ist auch sehr gut. Hatte ich ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, wenn ihr verletzt seid. Die Dinger ruhig mal zwei Stück davon futtern, wenn ihr am Humpeln seid. Dann könnt ihr zumindest weglaufen. So, hier hätten wir jetzt ein Desert Eagle 357 Magazin. Bin ich persönlich kein Freund von. Die haben nur 9 Schuss und man kann keinen Schalldämpfer draufpacken. Achso, das schalten wir auch direkt mal aus hier. Ihr seht das ja, diese komische, diese Fokussierung auf den Gegner, das schalten wir mal aus. Das müsste, jetzt muss ich selber gucken. Kampf, genau. Nächstes Ziel, da. Zielwahlmodus umschalten auf H. Das machen wir mal. Aha, und jetzt können wir uns auch wieder drehen. So, damit er uns hier nicht die ganze Zeit voll schreit, machen wir den jetzt kaputt. Das stört, Junge! Ich hab das mächtige Brecheisen! So, wunderbar. Das ging noch ziemlich gut. So, also schauen wir mal, was wir noch so finden können. Vielleicht finden wir ja eine bessere Jacke oder irgendwie sowas. Da haben wir schon mal das MK5000. Weiß nicht, ob das jetzt genauso richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein ordentliches Messer. Wir brauchen nicht mehr dieses Steinmesser. Hier haben wir nochmal ein paar Patronen für unsere 9mm Magazine. Schauen wir mal weiter. Mütze, da brauchen wir nicht. Wir haben ja so einen richtig tollen Helm. AP-Munition, das bedeutet panzerbrechend. Auch sehr, sehr gut. Gerade bei gepanzerten Zombies. So. Denkt dran, ne? Immer die Türen zu machen. Damit euch diese Säcke nicht von hinten hinterherkommen können. Oder wenn ihr beim nächsten Mal durch so eine Ortschaft lauft, die euch dann direkt aus dem, aus dem Haus heraus anspringen. So, Gummibänder, damit kann man auch einiges herstellen. Wir nehmen sie mal mit. Na, da können wir auch heute noch ein primitives Schwert herstellen. Da braucht man nämlich nicht ewig dieses Brecheisen hier mit rundherum zu schleppen. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Na komm, 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 komm. Nimm das und den auch. Das, aua. Ah, einmal nicht aufgepasst. Aber hier ist noch einer. Bleib's fliegen. Seht ihr, da draußen läuft noch einer, aber ich glaube, hier läuft noch irgendwo einer rum. Ah, da haben wir ihn. Bleib fliegen. Hau dich kaputt. Wenn ihr nach unten guckt, dann schlagt ihr auch nach unten. Das ist zuweilen ganz praktisch. So, jetzt wurden wir natürlich getroffen. Das könnt ihr jetzt im Stoffwechsel sehen. Ja, Verletzung Phase 1 krank. Und das Ganze natürlich ist noch nicht behandelt.
Das Ganze ist natürlich noch nicht behandelt. Mein Deutsch ist heute wieder superklasse. Also verbinden wir uns jetzt, ne, mit einem sauberen Lappen. Der sieht zwar nicht so toll aus, weil die Qualität nicht mehr so prickelnd ist, aber der ist sauber. So, schauen wir mal weiter. Hier hatten wir nochmal ein Magazin. Das können wir einfach mal mitnehmen. Das ist noch gut. Schlösser brauchen wir, wie gesagt, im Einzelspielermodus nicht. So, aber irgendwie so mal klamottentechnisch. Na, schauen wir mal, vielleicht in den Spinden hier. Ja, schon wieder so eine Nasenseele. Komm her! So, seht ihr, da kommt jetzt gleich der nächste. Also hier ist ordentlich was los in der Polizeistation. Wenn sie am Boden liegen, nutzt das los. So, immer fest drauf auf den Kerl. So, wenn die Ausdauer runter ist, dann schlagt ihr auch nicht mehr wirklich dolle zu. Also, drauf achten. Das Panzerband lassen wir jetzt mal nicht liegen, das nehmen wir mal mit. Da kann man sicherlich auch nochmal was Schönes mit basteln. Und später brauchen wir es auf jeden Fall. Tja, mit Klamotten hatten wir kein Glück. MMA-Handschuhe. Wer boxen möchte, der kann sowas hier nehmen. Das sind so eine, ja, ich glaube, so eine Sand, so eine Quarzhandschuhe. So, Seife brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da hinten liegen noch mindestens, sind sogar zwei. Ja, wir locken den mal hierher. Bleibt er liegen? Der bleibt liegen. Was sagt unsere Brechstange? 5%, Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen. So eine Werkzeugkiste wäre toll. So, hier in den Gefängniszellen kann man auch mal immer wieder gucken. Da liegen auch gern mal Klamotten drin. Ne? Heute allerdings nicht. Gab keine Altkleidersammlung. Beziehungsweise keine Spende. So, hier haben wir nochmal so eine ganz tollen MMA-Handschuhe. Diese Kartons kann man auch ganz cool gerne mal reingucken. Na, hier so eine Wirecutter, also so eine Drahtschere, sag ich jetzt mal. Da kann man Bomben mit entschärfen. Ach, nett. Hallo. Bleib liegen. Bleib liegen. So. Immer schön den Müll durchsuchen. Na, wer weiß, was man findet. Hier haben wir so eine richtig tolle Limettenbrause. Da kriegen wir ordentlich den Zucker mit hoch. Je mehr, desto besser. Damit unsere Kalorien immer schön weit oben bleiben. So, ruhig mal beim Laufen die Tab-Taste anlassen. Dann sieht man so eine Sachen, die man vielleicht jetzt vorbeilaufen. Gut, das hier ist sehr offensichtlich. Aber manche Sachen sieht man einfach nicht. Und deswegen einfach mal die Tab-Taste anlassen. Jetzt haben wir schon mal ordentlich Munition. Wenn wir mal eine Schrotflinte finden, dann sieht das schon mal ganz gut aus mit Munition. Na komm her! Immer aufpassen, dass sie euch nicht erwischen. Je weniger ihr getroffen werdet, desto besser. So, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen jetzt langsam mal eine bessere Waffe. Dazu suchen wir uns jetzt Werkzeugkisten. Die kann man ganz gut in Garagen finden, in Werkstätten. Hier hätten wir nochmal Faden, das ist sehr gut. In diesen Garagen findet man übrigens auch sehr oft Klamotten. Oder, ja, ne? Schießpulver. Könnt ihr eure Munition selber mit herstellen. Wenn ihr dann noch Metallschrott und Blei habt und Werkzeugkisten. So, hier hätten wir schon mal Metallschrott. Den brauchen wir auch dann nachher, wenn wir unser Schwert herstellen wollen. So. Ah ja, unser Brecheisen geht jetzt jeden Moment in Dutten. Den Zombie, da wird es nicht mehr überleben. Vermute ich jedenfalls. Ja, jetzt ist es kaputt. Aua. Ist
tot? Der ist tot. Sehr schön. Aber der Sack hat uns auch getroffen. Also, wie immer, verbinden. So, in so einem großen Paket hier sind übrigens immer 5 Stück drin. Steht aber auch unten dran. Damit verbinden wir uns jetzt mal fix. So, drücken wieder auf V, damit diese nervige Kampfposition raus ist. Sperr das noch vorsichtshalber in der Hand. Und wir suchen weiter nach einer Werkzeugkiste. Tja, irgendwie kein Glück. Ich hätte aus dem Airdrop einen mitnehmen sollen. Ich hätte es tun sollen. Schrott ist kein Problem, da haben wir die Autos. Aber jetzt eine Werkzeugkiste dafür finden. Immer diese Nervensäge. Ist sie tot? Sie ist tot. So, hier hätten wir nochmal ein Paket ACP-Munition. Das ist diese etwas kleinere. Tja, was tun, wenn man nicht genug Platz hat? Man muss gucken, ob man irgendwas wegwirft. Wir haben ja so ein schönes Stück Gummi. Das brauchen wir fürs Schwert. Da können wir die beiden Sachen nämlich wegtun. Nehmen dafür die Munition mit. Benzinkanister, wenn wir jetzt ein Auto hätten, könnten wir den mitnehmen und füllen. Hier gibt es nämlich eine Tankstelle in der Nähe. Den Stift brauchen wir unter anderem für Bombenbau, was wir da gerade hier in der Kiste gefunden haben. Das da. Aber wir haben irgendwie leider immer noch keine Werkzeugkiste. Gucken wir mal in meiner Lieblingswerkstatt. Vielleicht ist hier schon da. Nein. 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 Immer noch nichts. Naja, zumindest anderen Kram finden wir hier ordentlich. Aber irgendwie nicht das. Ah, eine Mundharmonika. Ja, man kann auch Musik machen, wenn man weiß, wie es geht. Ich habe es allerdings noch nicht rausgekriegt. Ich krieg das nicht. Ich krieg das nicht hin. Tja. Wieder kein Glück. Aha, da haben wir sie doch. Eine Werkzeugkiste, die ist sogar voll. So, wir haben jetzt natürlich keinen Platz mehr. Nehmen wir also in der Hand das Ding. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Das Metallschwert ist das, was wir haben wollen. Wir brauchen 2 von diesen Billigseilen. Eins davon haben wir schon. Dann brauchen wir 2-mal Metallschrott. Was haben wir das schon mit? Ich glaube nicht. Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir also besorgen. Und wir brauchen, ganz wichtig, die Werkzeugkiste. Na, ganz wichtig. Aber die haben wir jetzt Gott sei Dank schon mal. So, schauen wir mal, ob wir hier noch etwas Brauchbares finden. Ich vermute mal nein. Aber das macht gar nichts, denn alles, was wir brauchen, haben wir im Endeffekt dabei. Die Lumpen, die können wir uns auch selber herstellen. So. Schauen wir hier mal rein. Hier haben wir 2-mal Metallschrott. Nehmen wir raus aus dem Container. Hier haben wir schon mal unser Seil. Jetzt nehmen wir die Unterhose. Die zerteilen wir auch einfach mal in Lumpen. Die braucht man eh nicht. Unnötiger Ballast. So. Und da machen wir wieder unsere Stofffetzen draus. Die werdet ihr gleich sehen, mit einem Messer, mit einem richtigen, bekommt ihr da mehr raus. Als mit so einem ollen Steinding. So. Das stecken wir mal weg. Da steckt er übrigens automatisch hier in diesen, ich sag mal, Container rein, also in dieses Fach rein. So. Jetzt haben wir 2 Seile. Wir haben 2-mal Schrott. Wir haben 1 Stück Gummi oder eben 2 von diesen Ring. Deswegen habe ich von 2 mitgenommen. Aber weil ich ja das Stück Gummi in der Tasche habe, brauchten wir das jetzt nicht. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir auch. Und dann stellen wir das her. Übrigens, die Qualität von diesem Schwert hat immer die gleiche Qualität wie das schlechteste Material, was ihr benutzt.
Na, abgesehen jetzt von der Werkzeugkiste. In unserem Fall war es das Stück Gummi mit 82%. So. Die Werkzeugkiste, die können wir sogar noch mitnehmen. Wir schieben das mal ein bisschen hin und her. Sowas braucht ihr nämlich immer, Leute. Werkzeugkisten immer möglichst mitnehmen. So, jetzt haben wir unser Schwert, aber wir haben immer noch keine guten Klamotten. Oder sagen wir mal, bessere Klamotten. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hier in die Häuser rein. Also eine schöne Weihnachtsmannmütze, das wär's doch. Feuerzeug, ja, wenn man Feuer machen will, ist das super. Brauchen wir jetzt gerade aktuell aber nicht. Wir brauchen Kleidung. Hier gab's schon mal nix. Lukrativer ist es natürlich, wenn man sich die größeren Gebäude vornimmt. Da ist natürlich die Chance, was zu finden, höher. Da habe ich schon was gesehen. Als in so einem kleinen Gebäude. So, hier hätten wir jetzt schon mal eine Trainingshose. Na, da seht ihr das. Mein Vergleich. Die hat nur 2 Slots. Das müssen wir natürlich rausnehmen. Und die hier hat immerhin schon mal 4. Das ist nicht der Oberburner. Sieht auch nicht toll aus. Aber es erfüllt seinen Zweck. Das ist am Anfang natürlich das Wichtigste. So. Immer gut umschauen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also komisches. Oh, hier, das hier. Komisches Ding, das könnt ihr euch auf den Kopf stecken. Da habt ihr hier so eine tollen Elchohren. Hier, wunderhübsch, oder? Sieht ganz toll aus. Weg damit. Übrigens, den Helm könnt ihr mit der Werkzeugkiste reparieren. Das machen wir am besten gleich mal. Es war unwahrscheinlich teuer, ne? Ihr seht das ja. Wir hatten eben 4%. Nach 40 Einheiten, das ist gerade mal 32%. Das kommt dann wohl auch so ein bisschen auf die Qualität der Werkzeugkiste an. Die war ja, die wir da hatten, und doch schon etwas verbraucht. Und also nicht nur von den Einheiten her, sondern auch von der Qualität selber. Die Haltbarkeit sozusagen. So, hier haben wir nochmal so eine schöne Hotpen. Naja, die hat 1% mehr als unsere jetzige. Machen wir es doch mal. So, sehen wir eh nicht. Hier ist auch nichts. So, eine bessere Jacke wäre natürlich jetzt mal was Feines. So, Supermarkt. Ist auch immer wieder schön. Vielleicht nicht unbedingt für Klamotten, aber die meisten Supermärkte haben hier hinterm Laden so einen kleinen Tresor. Und in dem Tresor findet man oftmals zwar nichts, aber man kann in dem Tresor... Ach, seht ihr, jetzt haben wir sogar eine 100%ige. Wunderschön. Was hat er mit der alten gemacht? Die hat er jetzt hier oben reingesteckt. Müssen wir mal ein bisschen schauen, ne? Dass er euer Inventar nicht mit irgendwelchem alten Kram dann vollstopft, was ihr vielleicht gar nicht mehr haben wollt. Wie gesagt, hier können manchmal Munitionspakete für 9mm Pistolen drin sein oder eine 9mm Pistole selbst. Könnt ihr da auch drin finden. Hier haben wir nochmal ein Schloss. Übrigens, wenn ihr Tab drückt, dann erscheint hier dieses Fenster mit diesen 5 Plus. Da könnt ihr hinterher dann so ein selbst hergestelltes Schloss reinpacken. Entweder ein rostiges, dafür braucht ihr 5 von diesen Vorhängeschlossern hier und ein bisschen Werkzeugkiste. Oder ein besseres, da braucht ihr dann 10. Oder eben das richtig gute 15. Aber wie gesagt, im Einzelspieler brauchen wir es nicht. Hier ist auch nichts. Was haben wir hier? Sojasauce, wa? Ja. Das braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr irgendwo auf einem Server spielen wollt. Warum ruckelt das jetzt gerade so? Unschön. Das ist nicht gut. Mal Tab aufmachen. Hier ist nix. Ah, eine wunderschöne Strumpfhose. Nein, die ziehen wir uns jetzt nicht an. Einmal hüpf aus dem Fenster. So. So viel also zum Thema Kleidung. Mal schauen, ob wir hier etwas mehr Glück haben. Mütze. Übrigens, in diesen Häusern, in den Küchen, könnt ihr immer ganz oder relativ gut Nahrung finden. Ich habe jetzt zwar kein Glück gehabt,
aber oh, ein Stück Schrott. Aber oftmals findet man da einiges an Lebensmitteln. Mal schauen, auch wieder nichts. Aha, was haben wir hier? Eine Regenjacke. Seht ihr? Und schon haben wir wieder einen Container mehr. Bei Regenjacken, oh Mensch, das ist ja farblich, ist das ja ganz toll. Bei Regenjacken müsst ihr übrigens aufpassen, wenn ihr die in etwas wärmeren Gefilden tragt und damit zu viel euch belastet, also körperlich belastet, also sehr viel rumrennt und so weiter, dann steigt eure Körpertemperatur, was dazu führt, dass ihr irgendwann mit etwas blödem Pech einfach zusammenklappt. Und dann liegen bleibt. Ist natürlich ganz doof, wenn das gerade in einer Kampfsituation passiert. Und ihr dann einfach am Boden liegt und so ein ekelhafter Zombie euch dann platt macht. Aufgrund dessen ihr halt nicht aufgepasst habt. Deswegen immer mal den Stoffwechsel im Auge behalten. Da liegen noch mehr Klamotten. Na, immer mal den Stoffwechsel im Auge behalten. Hier oben das Gelbe ist die Temperatur. Achtet darauf, dass das nicht nach oben schießt. Und wenn ihr merkt, oh, es ist doch nach oben geschossen, verdammt, was mache ich jetzt? Hier gibt es überall, gibt es hier Wasser. Da könnt ihr einfach mal eine Runde planschen gehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Spitfire-Jacke. Die ziehen wir uns auch an. Da kommt nämlich diese hässliche, kaputte Jacke hier weg. Und die hat natürlich im Vergleich dazu, die hat nur zwei Slots. Davon ist einer schon kaputt hier. Ne? Und die hat einfach mal, ja, was hat sie denn? 9 Slots. Alles in Blau. Jetzt müsste ich noch einen blauen Helm haben, dann wäre ich einer von der UNO. So, wir schauen noch mal ein bisschen nach Nahrung. Ein Küchenmesser brauchen wir nicht, wir haben ein ordentliches Messer. Hier haben wir so eine sexy Hotpan. Naja, gut, also Kleidung finden wir in Gebäuden. Das wäre dann auch schon mal abgehakt. Ist jetzt nicht so das allerbeste, was wir hier haben, aber wir haben was. Wir schauen noch mal ein bisschen nach Nahrung. Ah, ein Bogen. Ein Compound-Bogen. Auch nicht schlecht, wenn man leise arbeiten will. Jetzt probieren wir mal unser neues Schwert aus. Übrigens, bei so einem dürren Zombie sind die Schwerter in der Regel One-Hit. Ja, also da müsst ihr euch, wenn ihr so ein Schwert habt, müsst ihr euch eigentlich nicht mehr so viele Gedanken machen. Gut. Das nächste, was ich euch dann zeigen möchte, nach einer kleinen Unterbrechung, sind die Hunter Camps. Ja? Und dann noch die Gun Range. Da könnt ihr dann auch schon ja, etwas bessere Bewaffnung finden. Jetzt mal ein bisschen zu schnell. Na, da könnt ihr mal schauen. Könnt ihr mal nach Waffen gucken. Da muss man aber auch wieder aufpassen. Da haben wir nämlich diese gepanzerten Militärzombies. Aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich nach der Unterbrechung. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Und hier hätten wir jetzt eins von diesen besagten Hunter-Camps. Ja, das sind so eine kleinen Jagd-Camps, Ausbildungscamps. Naja, Ausbildungscamp nicht, halt so ein Jagd-Camps, ne? So, wie ihr sehen könnt, ne, da und da sehen wir schon mal mindestens 2 Zombies. Aber, wenn ihr mal hört, ganz leise im Hintergrund lacht da jemand. Das ist ein sogenannter Sprengzombie. Ne, das ist dieser halbnackte da. Und ihr seht schon, der hat da sowas rot leuchtendes. Da, so wo mein weißer Punkt in der Mitte vom Bildschirm ist. Dieses Aas hat nämlich eine Sprengweste an. Normalerweise, wenn wir jetzt keine Waffe hätten, sollten wir uns jetzt ganz schleunigst wieder verdünnisieren, weil wenn der uns bemerkt, läuft er auf uns zu. Und wenn das passiert und er uns kriegt und die sind relativ zügig, dann macht's bumm und ihr seid tot. Aber wir sind ja ausgerüstet mit einer Waffe. Versucht möglichst den Kopf zu treffen. Lasst euch ein bisschen Zeit. Ihr könnt mit der Steuerungstaste auch einmal tief einatmen. Dann hört er quasi auf, so rumzuzappeln hier. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Das gesehen? Da müsst ihr echt fix sein. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Das ganze andere Viehzeug kommt jetzt auch hier anmarschiert. Und das sind einige. Die müssen wir jetzt nach Möglichkeit versuchen auszuschalten.
Da sieht man mal die Effizienz von so einem Schalldämpfer. Die eine Hälfte weiß nämlich gar nicht, wo wir stehen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nämlich keine Munition mehr in der Pistole. Wir zücken das Schwert und wir schalten den schnellsten nach Möglichkeit aus. So, der wäre schon mal tot. Die Dicken sind nicht ganz so flott. Das Schwert stecken wir mal weg. Dafür laden wir eben mal nach. Mit der Taste R. Wir haben ja noch Munition in der Tasche. So. Immer schön konzentriert bleiben. Dann haben diese gammeligen Ghule eigentlich nicht unbedingt eine Chance gegen euch. Ja, selbst die dicken Gepanzerten sind dann doch einigermaßen gut zu besiegen. Wie gesagt, bleibt ruhig. Handelt, überlegt und dann geht das auch. So, im Normalfall sind auch nicht so viele Zombies hier. Wie gesagt, bei mir hier ist das ein bisschen höher alles eingestellt. Ich finde das immer ganz witzig so. Dann ist der Überlebensaspekt, der Survival-Aspekt natürlich deutlich höher. So, über diesen Stacheldraht hier können wir natürlich jetzt ganz normal drüber hocken. Da gehört hier jetzt noch so ein Viech irgendwo. Da ist auch schon. Die können wir jetzt auch mit dem Schwert platt machen. Nein, das war nicht das Schwert. Falsche Nummer. Komm her! Komm her! Ihr werdet jetzt feststellen, die sind deutlich stärker in der Verteidigung als diese anderen Schlaffis, die wir sonst immer haben. Ja, da hält schon ein bisschen mehr aus. Also wenn ihr da so zwei Stück habt mit dem Schwert, da müsst ihr wirklich schon aufpassen, dass die sich am besten gegenseitig behindern. Sonst könnt ihr euch nämlich ganz schnell zerlegen hier. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich schätze mal, so 12 Schläge waren das mit Muster. Da hinten ist noch so ein Teil. Wir haben gerade gesehen, hier kommt noch so ein Airdrop runter da oben. Das ist da hinter dem Wald. Aber den holen wir uns jetzt nicht. Das ist hier schließlich kein Airdrop-Jagd. So, ist das auch ein gepanzerter. Hier sind sogar noch zwei. Da haben wir es mal wieder. Da war ich zu unvorsichtig. So, wir nehmen jetzt hier mal die Pistole dafür zur Hilfe. So, da sind wir gerade im Skill aufgestiegen. Auch mal wieder ganz nett. Was sind das für einer? Das ist kein gepanzerter. Der hat einen Hut auf. Autsch, da war ich zu langsam. Aua. Du Rabenaas. Ah. Du Arschloch. Ah. So. Der hat uns gehauen. Sauerei. Da habe ich nicht aufgepasst. So. Also wieder Wunden versorgen. Geht Gott sei Dank relativ fix. Im Normalfall würde ich mich dafür jetzt hinlegen, weil sonst bin ich hier stehende Zielscheibe. Aber außer mir gibt es hier niemanden, also kann ich auch stehen bleiben. So, was ich vorhin noch sagen wollte, über diese hier, ja, über diese Stacheldrähte hier, könnt ihr rüberhucken, so wie ich das gerade gemacht habe. Macht ihr das bei einem Stacheldrahtzaun, den ein Spieler gebaut hat, bekommt ihr richtig Schaden davon. So, Lumpen, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Jetzt hätten wir hier zum Beispiel eine Schrotflinte. Aber ihr seht, 27%. Ist nicht so doll. Die lassen wir mal hier. Leider findet man hier meistens nur solche kaputten Sachen. Ja, hier genauso. So eine alte Schrotflinte. 1887. Schon ein bisschen älter, das Teil. So, da hinten gucken wir nochmal rein. Hier findet man nämlich auch ganz gerne mal Rucksäcke. Ach, hier waren wir schon. Rucksäcke, Hosen, also so Tarnhosen kann man hier finden. Ja, hier, Schuhe, die nehmen wir mal mit. Können wir nämlich unsere Turnschuhe wegpacken. So, die reparieren wir mal. Die bringen uns jetzt natürlich nichts, wenn wir jetzt Kampfstiefel hätten. Die hätten sogar noch zwei Slots fürs Messer. So, schauen wir mal, hier ist nichts weiter drin, nur Lumpen. Und dann noch hier oben. Ne, hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein Tarnhemd. Braucht man jetzt nicht, außer man möchte unbedingt immer im T-Shirt da rumlaufen, ja. Dann kann man sich so ein Tarnhemd anziehen. Normales Hemd tut es auch, ja. Die haben auch zwei Slots.
auf den Tischen hier könnt ihr auch des Öfteren mal Gegenstände finden. Haben wir jetzt heute gerade mal nicht. Auf den auf diesen Hochsitzen hier kann man auch was finden. Ja, haben wir hier so ein Scoutmesser, nochmal so ein Hütchen. Brauchen wir aber jetzt auch gerade nicht. Übrigens nicht von ganz unten runterspringen, das tut weh. Aber wenn ihr schon so ein paar Sprossen runtergeklettert seid, dann ist das kein Thema. So, hier hätten wir jetzt schon mal wieder eine Box mit 9mm Munition. Wunderschön. Batterien. Auch was Schönes, wenn ihr nämlich ein Auto zum Starten bringen wollt und ihr keine Autobatterie habt, dann nehmt ihr so ein paar von den kleinen Batterien. Hier haben wir nochmal ein paar Wanderschuhe. Ich finde meine weißen Tarnschuhe ganz toll. Schlagring kennt jeder, denke ich mal. So, was haben wir hier Schönes? Ah, ein Ries-Adapter. Die Dinger sind übrigens sehr begehrt. Die könnt ihr auf fast jede Langwaffe draufpacken. Und damit könnt ihr dann auch fast jedes Scope, also jedes Visier auf die Waffe draufpacken. Dann haben wir ja noch so eine M1911 in Gold. Das war die, was ich beim letzten Mal meinte. Diese Pistole, wo wir unter anderem diese Munition hier reinbasteln können. Ja, diese ACP. Ist aber jetzt auch, ne, 25%. Da kriegt ihr ganz schnell einen Klemmer drin, ne? Nicht so praktisch. So, hier war jetzt leider ausnahmsweise mal nichts Schlaues zu finden. Guck mal, noch ein bisschen mehr Nahrung. Hier haben wir so ein schönes altes Brot. Lecker! Sicherheitsnadel brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir haben Notverbände. Da ist nichts. Da ist eine Säge. Eine Säge ist auch was Gutes. Wenn wir sie denn einpacken können. Müsst ihr mir mal darauf achten, ihr habt nicht nur die Slots, ihr habt auch eine Gewichtsbegrenzung. Ja, das Ding hier kann bis zu 3 Kilo aufnehmen. Und alles hat ja sein Gewicht. Also packen wir jetzt ein bisschen um. Wir packen da jetzt Sachen rein, die ganz wenig Gewicht nur haben. Machen dann hier was frei. Und nehmen die Säge mit. Mit so einer Säge könnt ihr zum Beispiel nämlich Bäume fällen. So, hier haben wir ein Visier für unseren Compoundbogen. Auch sehr schön. Das heißt, wir werden uns gleich mal ein paar Pfeile herstellen. Das könnten wir gleich hier machen, aber ich möchte ganz gerne umgehen, dass wir hier von nachspawnenden Zombies überrannt werden. Das kann nämlich ganz schnell mal passieren. Also bei solchen Locations hier, lasst euch nicht unendlich lange Zeit. Die Biester kommen irgendwann nach. So, schauen wir mal, was hier ist. Ah ja. Eine Hunter. Das ist so ein ganz, also ein Jagdgewehr mit einem ganz kleinen Kaliber. Eine Rauchgranate und nochmal so ein Hütchen. Also sind alles Sachen, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Rauchgranaten sind natürlich in Gefechten ganz praktisch. Gegen Zombies oder Mechs bringen die allerdings gar nichts. Ja, der Zombie sieht euch trotzdem. Der wird höchstens vom Aufschlag einmal kurz abgelenkt und läuft dann dahin. Zur Ablenkung, ja, könnte man sie benutzen, aber kann man auch einen Stein für werfen. Braucht man nicht extra eine Granate mit sich rumschleppen und dann Slots damit verbrauchen. So. Aha, hier haben wir eine Hose. Eine Jeanshose. Und wir müssen dringend urinieren. Ganz dringend. Aber erstmal müssen wir ganz dringend eine neue Hose anziehen. Und ihr seht ja, bei dieser Hose, im Vergleich zu der Trainingshose, haben wir wieder einen Slot mehr. Die reparieren wir natürlich auch. Wir haben ja unser improvisiertes Nähset, was jetzt alle ist. Und jetzt ist auch das Ausgegraute hier wieder nutzbar. So, weil wir aber hier noch Faden haben, ja, ist ja gut. Weil wir jetzt natürlich noch Faden haben und Knochennadeln, können wir uns direkt ein neues improvisiertes Nähset herstellen. Wie gesagt, wenn ihr so eine Sache macht auf einem Server, ach, da hinten ist der Airdrop, ne? Seht ihr den, hoppala, den Rauch da hinten über dem Baum. Wenn ihr irgendwo auf einem Server spielt, auf einem PvP-Server oder so, hockt euch dafür hin, sucht euch dafür eine Stelle, wo ihr nicht sofort gesehen werdet. Ansonsten kann es passieren, dass ihr euren Kopf schneller los seid, als ihr gucken könnt. So. Jetzt müssen wir auch mal urinieren. Auch dafür suchen wir uns einen Platz,
wo man uns nicht sofort sieht. Klar, mit dem blauen hier ist das nicht unbedingt, ja, super Tarnung, aber geht schon. Wenn ihr urinieren oder defekieren, also ein Ei legen wollt, Tab gedrückt halten, dann kommt hier dieses wunderschöne Menü. Na, hier könnt ihr auch irgendwelche Gesten machen. Ihr könnt auf die Uhr gucken, wenn ihr das Supporter-Pack habt. Ihr könnt pfeifen, euch hinsetzen, euch hinlegen, euch hinhocken. Damit regeneriert ihr dann Ausdauer. Ja, dann gibt es ja nochmal so ein paar Kommandos mit Zeigen und ach, keine Ahnung was. Hier könnt ihr dann, ja, Diagnose oder Treat, impfen. Ja, keine Ahnung. Wichtig ist aber für uns jetzt Toilette. Urinieren. So, das wäre erledigt. Dann stellen wir uns jetzt für unseren schönen Bogen, den wir jetzt gerade gefunden haben, ein paar Pfeile her. Ich werde allerdings auch nochmal zeigen, wie man sich einen primitiven Bogen selber herstellen kann. Das ist relativ simpel. Geht auch einigermaßen fix. Diesen ollen Speer, den werfen wir jetzt mal weg. Machen wir hier Speerweitwurf. Naja, soviel zum Thema Weitwurf. Also Olympiasieger wäre ich damit schon mal nicht. Aber wir haben ja Werfen auch nicht geskillt. So, wenn wir Pfeile und Bögen und sowas herstellen wollen, dann brauchen wir hier Gebüsche. Na, da hat er sich jetzt direkt die Säge genommen. Im Prinzip ist es egal, was ihr dabei habt. Messer, Säge, Beil oder auch hier unser tolles Schwert. Na, das habe ich jetzt mal hier in den Rucksack gepackt. Damit zersäbelt er das auch. Ist also sehr praktisch. So, jetzt haben wir hier auch wie vorhin, ja, deutlich mehr kleine und vor allem auch lange Stöcke. Im Vergleich zu letzter Folge, wo wir da mit unserem Steinmesser da nur so drei kleine und zwei lange rausbekommen haben. Da seht ihr schon, mit dem passenden Werkzeug wird das deutlich mehr. Und wir können sogar noch so ein Nähset herstellen. Das machen wir mal. Diese Nähsets kann man wirklich nicht genug haben. Na, wenn ihr die herstellen könnt, macht das. Weil damit verbraucht ihr natürlich zwei Plätze. Ja, einmal für Knochennadel und einmal für den Bindfaden. Und so halt nur einen Platz. Jetzt haben wir sogar zwei davon, also haben wir hier ordentlich Möglichkeiten, unsere Klamotten in Stand zu halten. So, der Bogen. Was brauchen wir für einen Bogen? Entweder wir nehmen diesen stärkeren mit 35 Lips. Das ist die Zugkraft, ja, dann nehmen wir ein richtiges Seil oder so ein Metadraht, den haben wir natürlich vorhin in der Stadt gefunden, also habe ich schon gefunden, aber habe ich jetzt mitgenommen. Macht aber nichts, wir können uns nämlich auch so einen primitiven Bogen herstellen. Da kann man dann entweder Baumrindenseil oder Lumpenseil nehmen. Wir brauchen einen langen Stock und eine Metallsäge, irgendeine Art von Messer, ein Beil, was auch immer. Also ihr seht, ihr könnt da echt vieles nehmen, eigentlich alles, was in irgendeiner Weise schneidet, könnt ihr nehmen, um den Bogen herzustellen. So. Aus den kleinen Stöcken stellen wir uns wieder unser Baumrindenseil her. Das ist hier. Herstellen. So. Jetzt haben wir unser Seil. Wir haben unseren langen Stock. Also können wir uns auch einen primitiven Bogen herstellen. Der ist natürlich bei weitem nicht so gut wie unser Compound-Bogen, den wir jetzt hier mit haben. Das ist klar. So, der kommt hier auf den Rücken. Sieht aber eigentlich ganz schick aus. Nicht? Auch so, wenn man den in der Hand hat, sieht das doch ganz nett aus. Ja, ich bin Robin Hood. Hört sich auch toll an. So. So, Bogen ist natürlich nur die halbe Miete. Wir brauchen auch Pfeile. Jetzt haben wir natürlich bis auf hier ein alle kleinen Stöcke verbraucht. Aus den kleinen Stöcken, da macht ihr nämlich eure Holzpfeile. Das sind sozusagen die billigsten Pfeile, die es gibt. Dann gibt es sie noch mit Federn, mit Feder und Steinspitze oder mit Feder und Metallspitze. Könnt ihr alles herstellen. So, wir stellen aber jetzt erstmal normale Holzpfeile her. Aus einem kleinen Ast bekommt ihr einen Pfeil. So, jetzt haben wir keine kleinen Äste mehr, also machen wir uns kleine Äste oder kleine Stöcke. Einfach einen langen Stock zerteilen.
Da haben wir ja einige hier rumliegen. Nein, wir wollen keinen Speer, wir wollen kleine Stöcke. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, weil ihr könnt ja mehrere Sachen draus fertigen, dass ihr die Stöcke auch bekommt und nicht den Speer euch versehentlich herstellt. Den brauchen wir ja nicht mehr. So, hier auch noch. Und jetzt haben wir hier ordentlich kleine Stöcke. Jetzt packen wir nochmal ein bisschen um. Weil wir wollen die Pfeile ja dann natürlich auch mitnehmen. Und wie Robin Hood in unserem Köcher tragen. So, Handwerk. Holzpfeil. Und dann stellen wir diese Pfeile her. Und ja, ihr müsst für jeden Pfeil einzeln draufdrücken. Das ist ein bisschen mühsam, aber da gewöhnt man sich dran. Auch das bringt natürlich wieder Skillpunkte ein in dem Bereich, wo es hingehört. Ich glaube, das müsste Überlebenstraining sein. Das könnt ihr übrigens nachschauen. Geht ja auf Stoffwechsel. Dann habt ihr hier Stärke, Kondition, Geschicklichkeit und Intelligenz. Und darunter natürlich immer die Punkte, was zu welchem Stat gehört. Ja? So. Und in diesem Fall müsste das eigentlich, wir schauen mal, Stoffwechsel, Überlebenstraining 72.919. Das jetzt herstellen. Da haben wir 73.029. Also kriegt ihr 110 Punkte im Bereich Überlebenstraining. Das ist so nicht viel, aber wenn ihr viele Pfeile herstellt, läppert sich das natürlich irgendwann. Also immer schön fleißig sein. So, jetzt haben wir die Pfeile. Jetzt könnten wir die alle hier so, ne, zusammenführen. Dauert viel zu lange. Einfach Doppelklick drauf, dann schmeißt ihr die ins Inventar. Und ihr seht das ja links da im Köcher. Die legen sich von selbst übereinander. Ne, die braucht ihr nicht hier extra zusammenziehen. Machen die von selber. So, jetzt haben wir hier Pfeile. Wir haben einen Bogen, beziehungsweise zwei. Und jetzt könnten wir uns ja nochmal ein Ziel suchen. Wir können ja mal gucken. Vielleicht ist ja noch ein Zombie da für uns. Könnte sogar sein, dass da schon wieder was nachgespawnt ist. Vielleicht auch nicht. Egal, wir brauchen auch kein Ziel, um einen Bogen zu benutzen. So, hier Bogen. Dann gehen wir wieder in die First Person. Ich habe mir das auf meine Maus gelegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die normale Taste dafür ist. Ich glaube, das ist Enter, müsste das bei euch sein. Mit der Enter-Taste geht ihr in First Person oder Third Person. Übrigens, ihr seht ja, ich habe ja so wie praktisch schon wie so ein Zoom drin. Ja, das könnt ihr alles einstellen im Bereich, ich glaube Grafik ist das genau, dieses Field of View. Ja, das habe ich jetzt im Bereich First Person auf 60. Das heißt, sehr, sehr nah. Wenn ich das jetzt auf 100 hätte, anwenden, ja. Da würde da jetzt nicht so arg viel passieren. Wenn ihr das eben auf 60 runter macht, habt ihr zwar ein sehr kleines Gesichtsfeld, aber ihr seht ja, ihr habt dadurch praktisch schon einen ordentlichen Zoom. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein super tolles Scope hat, also ein super tolles Visier, wie bei der M82 oder so, wo man dann super nah ranzoomen kann. Dann ist das ganz praktisch, wenn man das über dieses Field of View einfach einstellt, dass man eben ein sehr kleines, fokussiertes Gesichtsfeld hat. Ja, und damit halt eben schon so einen kleinen, ja, ich möchte zurückkehren, so einen kleinen Zoom bekommt. Wir könnten jetzt natürlich übrigens auch auf die Krähen da oben schießen, aber das macht keinen Sinn. Die treffen wir eh nicht. Na, ihr seht ja, wie der Pfeil fliegt. Das ist jetzt nicht so besonders, obwohl die könnten wir fast schon treffen da. Können wir das mal ausprobieren? Ne, die kriegen wir nicht. Jetzt nehmen wir mal den Compound-Bogen. Der ist schon ein bisschen besser und da seht ihr hier links an der Seite, na, seht ihr schon das Visier. Und damit fliegt auch so ein Pfeil mal. Das kann man vielleicht sogar sehen. Ordentlich weiter. Und auch deutlich schneller. Weil so eine Krähe kriegen wir damit zwar wahrscheinlich trotzdem nicht.
Auch wenn es witzig wäre, wenn die jetzt so vom Himmel plumpsen würde. Ne, die kriegen wir nicht. Die sind auch viel zu weit weg. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal ordentlich Schaden mit anrichten. Mit so einem Compound-Bogen. Und selbst mit diesen läppschen Pfeilen, die wir jetzt hier haben, das werde ich gleich nochmal demonstrieren, könnt ihr da schon einiges an Schaden bei Zombies anrichten, auch bei Spielern, ja. Allerdings, die meisten Spieler, bevor ihr den Bogen gezückt habt, haben die euch schon wahrscheinlich mit einer Sniper oder mit irgendeiner Schnellfeuerwaffe über einen Haufen geschossen. So, ich werde jetzt gleich nochmal mit euch zusammen ein paar Zombies da mit diesem Bogen erlegen. Und dann wäre es das für heute auch schon wieder gewesen. Also, bis gleich. So, und noch einmal willkommen zurück. Wir sind jetzt hier auf der Gun Range, also auf der Schießbahn. Ne? Die ist 1000 Meter lang. Da könnt ihr dann mal so ein bisschen üben. Ne? Da habt ihr auch immer alle 100 Meter habt ihr eine Markierung entsprechend mit der Meterzahl. Da könnt ihr ja mal mit euren Kollegen so ein bisschen das Schießen üben. Wie die Waffen so sich verhalten. Wind kann man übrigens oder muss man auch mit einberechnen. Das könnt ihr hier wunderbar üben. Und natürlich, da vorne seht ihr das schon, gibt es hier auch wieder Zombies. Und wie wir ja gelernt haben, dieser Zombie da vorne, der da, der so halb nackig ist, ist das ein Sprenger? Nee, ist kein Sprenger. Ich dachte, das wäre ein Sprenger. Gut, aber der ist natürlich ein perfektes Ziel für uns. Wir nehmen aber erstmal diesen Billigbogen. Ja, damit wir so einen kleinen Vergleich haben. Oh, hört ihr das Lachen? Das ist auf jeden Fall so ein Sprenger. Irgendwo. So, ihr seht das, ne, mit dem Bogen. Da kommt er nicht weit mit. Ich glaube, wir haben ihn sogar getroffen. Aber wie gesagt, mit so einem Bogen kommt er nicht weit. Mit so einem Compound-Bogen hier allerdings. Na, habt ihr gesehen? Das ist schon eine andere Hausnummer. Bei so einem gepanzerten Zombie bringt er jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel, aber... Oh, der ging ganz knapp links daneben. Das ist natürlich alles immer ein bisschen wackelig hier. Ich glaube, das war wieder ein Treffer. Und oben rechts in der Ecke könnt ihr sehen, das bringt natürlich auch ordentlich Punkte, ne? Das ist eigentlich immer so euer Zeichen, dass ihr getroffen habt. Oben rechts, wenn die Punkte ansteigen. Irgendwann steigen die natürlich nicht mehr, wenn ihr viele Punkte habt. Ja. Und entsprechend natürlich auch euer Skill steigt. Irgendwann kriegt ihr einfach kaum noch Punkte. Wenn ihr dann wieder auf Null seid, weil irgendwas passiert ist oder ihr halt dolle runter seid mit den Punkten, dann steigen die natürlich auch wieder schneller. Aber irgendwann, wie gesagt, das dauert halt dann nicht lange, dann gehen die doch ordentlich zurück. Jetzt haben wir noch genau zwei Pfeile. Einer ist eingelegt. Und einen haben wir noch im Köcher. Aber wir schleichen uns jetzt mal an. Mit der Taste C geht ihr ins Schleichen über. Übrigens mit der Taste X könnt ihr euch auch hinlegen. Da krabbelt ihr. Ja? Und da seht ihr links über meiner kleinen Figur da in der Ecke ist so ein Auge und ein, ja, so ein Lautsprechersymbol. Das sagt im Endeffekt das Auge, ob man euch sieht. Und der Lautsprecher, ob ihr gerade Geräusche macht. Ne? Wenn ich jetzt krabble, seht ihr, so ein ganz, ganz kleines bisschen. Wenn ich in eine Hocke schleiche, dann ist das schon ein bisschen mehr. Wenn ich gehe, ne, laufe, renne, wird halt immer mehr. Ne? Je lauter ihr seid, desto leichter hören euch diese Viecher. Hab ich jetzt hier einer gehört? Weiß ich nicht. Wir schleichen uns mal an. Da seht ihr das schon. Der Pfeil steckt. Den können wir also rausziehen. So, mit etwas Glück. Wir stecken mal den Bogen weg. Latschen mal gegen. Dass wir ein bisschen Glück haben. Das hören die Zombies kurioserweise übrigens nicht. So ein bisschen Glück haben. Ah, guck mal. Da können wir nämlich mal versuchen hier. Muss einfach nach unten gucken. Die linke Maustaste drücken. Versuchen wir mal so ein bisschen den so umzuschubsen. Jawohl, das wollte ich noch haben. Jetzt können wir nämlich auch sehen, wie wir hier getroffen haben. Ja, sogar in den Kopf rein. Also gar nicht mal so schlecht. Okay, warum auch immer er ihn jetzt in der Hand nimmt. So, hier liegt sogar noch ein Pfeil auf dem Boden. Ach, der ist kaputt. Da können wir nichts mehr mit anfangen, oder? Nee, doch nicht. Ist noch ganz. Dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwo Pfeile rumliegen. Einfach die Tab-Taste drücken, dass das hier offen ist. Ein bisschen rumlaufen.
Solange ihr kein Zombie-Geschrei hört, ist alles gut. So, dann haben wir ja noch unser dicken. Achtung, ne? Ihr seht das ja. Da. Böse. Weil wir eben noch Lachen gehört haben, irgendwo ist ja also auch ein Sprenger. Ihr braucht euch jetzt aber erstmal keine Sorgen machen. Guckt mal, wie schön präzise wir getroffen haben. Ist das nicht toll? Können wir alle einsammeln hier, die Pfeile. Tja, Ruhe in Frieden, mein Freund. So, wir ziehen uns erstmal zurück. Auch hier könnt ihr natürlich noch Waffen finden, Ausrüstungsgegenstände allgemein, auch Kleidung könnt ihr hier finden. Alles Mögliche. Qualitativ, also von der Haltbarkeit, ist das allerdings nicht mehr so toll. Bei Waffen könnt ihr ein Waffenreparaturset benutzen, also ein Weapon Cleaning Kit. Bei Klamotten wisst ihr ja mittlerweile, da nehmen wir dann einfach hier so ein Nähset, dann können wir das wieder reparieren. So, ich glaube, ah ja, da neben der Hütte, da ist auch unser Sprenger, das kleine Rabenaas. Den nehmen wir noch auseinander. Mit unserem tollen Bogen. Übrigens ein Gammelbogen hier, den schmeißen wir jetzt mal weg. Ja, den brauchen wir nicht. Wir haben ja unseren schicken Poundbogen gefunden. Aber immerhin wisst ihr jetzt, wie man den herstellt. So, linke Maustaste. Das war auf jeden Fall ein Treffer. Da seht ihr den Pfeil sogar in der Brust stecken. Ich glaube, das war jetzt kein Treffer. Ich bin doch, das war auch ein Treffer. Ach, die gehen gar nicht kaputt, wenn man die mit dem Bogen trifft. Schau mal, na guck. Das war jetzt definitiv kein Treffer, der ging daneben. Ah ja, also sie gehen doch hoch. Übrigens, der Bogen hat natürlich den Vorteil, erstens hören euch Spieler nicht unbedingt sofort. Und zweitens hören euch die Zombies nicht sofort. Ach, guckt mal einer, schau, ein Quad. So. Wir haben ja hier so eine kleine 9-Volt-Blockbatterie vorhin mitgenommen. Die wird allerdings wohl nicht reichen, um dieses Quad hier zu wieder zu beleben. Können wir mal gucken. Oh, wir haben Glück. Dieses Quad hat sogar noch einiges an Batterie. Das ist nicht unbedingt normal, aber natürlich schön. Das Ding werfen wir mal an. Ist natürlich super laut. Da müsst ihr auch unbedingt aufpassen. Das zieht diese Viecher an. Ja? Wie der Scheiß aus dir fliegen. So. Ja, nachdem wir jetzt einen Quad haben, macht es das natürlich auch einiges leichter, von A nach B zu kommen. Müsst allerdings aufpassen, wie gesagt, die Dinger sind nicht leise, die hört man relativ weit und die brauchen auch Sprit. So, wo man Sprit findet, wie man dieses Teil hier repariert, instand hält und so weiter, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Also, in diesem Sinne, haut rein, Leute!